Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video aus der Landeshauptstadt aus Berlin. Erster Stopp, erster Fotospot, das Bode-Museum. Wir haben Glück mit dem Wetter, es regnet nicht, aber es ist leider ein bisschen diesig. Na gut, das kann man nicht ändern. Man muss hier tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wir stehen nämlich auf einer Brücke alle da oben, ja, aber die vibriert ganz schön. Ne? Wenn du da mit 10 Leute stehst, musst du aufpassen, ja, dass sich nicht jeder bewegt. Sonst wird nämlich nichts mit der Langzeitbelichtung. Und wenn ein Auto drüber fährt, schon gar nicht. Also ein bisschen aufpassen, du musst nicht schleichen, du kannst an mir vorbeigehen. Genau, bisschen aufpassen. Langzeitbelichtung, ich habe jetzt ein ISO 200 zum Beispiel genommen, die Blenden schön weit zugemacht, eine Blende 16. Da gibt es nämlich schöne Blendensterne von den Laternen und dann 25 bis 30 Sekunden belichten. Tja, Fernsehturm ist ein bisschen schade, der ist zur Hälfte immer so ein bisschen verschwunden im riesigen Nebel, aber na, da muss man mal gucken, wie man das am besten abpasst. Ich glaube, das ein oder andere Foto habe ich, da ist er fast mit drauf. Naja, Wolken kannst du halt nicht beeinflussen. Wir sind immer noch am Bode-Museum, aber die Laternen sind jetzt aus, Blaustunde ist vorbei, aber ne, hier, Beleuchtung ist immer noch nett, kann man natürlich ein paar tolle Fotos machen. Wir versuchen mal hier gerade hinter uns die Statue ja, so ein bisschen ins Bild mit einzubinden, quasi im Vordergrund. Ja, und dann hier mit 14, 15 mm, na 16 gehen auch, kriegst du immer noch toll das Museum komplett mit rauf. Ja, leider hat es jetzt wieder so ein bisschen angefangen zu nieseln, ja, wir hoffen ja, dass das Wetter sich noch ein bisschen bessert. Wetter spielt leider uns heute nicht so gut in die Karten, wie es noch in Hamburg war. Es bleibt diesig, bewölkt. Wir sind jetzt rüber gewechselt zur Museumsinsel. Ja, hier können wir natürlich nochmal schöne führende Linien fotografieren. Ja, und dann werden wir mal weitergehen. Wir haben es jetzt 9 Uhr gegen 10. Ja, haben wir jetzt beschlossen, werden wir noch ein bisschen Frühstück fassen. Also Stündchen noch. Aber wir versuchen jetzt hier erstmal ein paar nette Fotos zu machen. Das Gute ist natürlich, wenn ihr so früh hier seid, naja, natürlich und auch bei dem Wetter, ja, sind nicht so viele Touris hier, die euch dann im Weg rumlaufen. Also da lohnt es sich tatsächlich auch mal ein bisschen früher aufzustehen, um zum Fotografieren zu gehen. Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Hier kam nämlich gerade ein sehr, sehr wichtiger Wachmann, der uns darauf hingewiesen hat, wir möchten bitte die Örtlichkeiten verlassen, weil es sich um Privatgelände handelt.
Das ist hier ein Museum aus öffentlichen Geldern, ihr Lieben. Und damit ist es ja öffentlich zugänglich und auch entsprechend nicht Privateigentum. Ja, wir haben das versucht jetzt gerade mal mit ihm auszudiskutieren, aber naja, ob du mit solchen Leuten diskutierst oder nicht, spielt keine Rolle. Also er musste auch eingestehen, dass natürlich lauter Leute hier, Touris, die fotografieren hier nämlich, das wäre auch gestattet. Aber eine Gruppe wie wir mit professionellem Equipment bräuchte natürlich eine Drehgenehmigung. Tja, ihr Lieben, das ist ja die beste Auszeichnung, die es hier für die Teilnehmer geben kann. Alles professionelle Fotografen. Ja, zum Glück hatten wir unsere Fotos alle schon im Kasten, gehen jetzt auch weiter und ja, wir werden uns mal jetzt Richtung Frühstück begeben. Nächster Stopp, Lustgarten. Ja, das ist hier diese grüne Fläche quasi. Und dahinter natürlich der Berliner Dom. In der Mitte sehr schön auch nochmal dieser große, runde Springbrunnen, der da ist. Ja, wenn man den schön weitwinklig in Szene setzt, dann sieht das ziemlich genial aus. Muss man natürlich aufpassen, dass einem da niemand durchs Bild läuft. Ja, das haben wir jetzt hier mit den Teilnehmern auch mal ein bisschen versucht. Ne? Weil der eine Teil stand so mehr links und der andere jetzt hier auf der Seite. Da standen sich quasi alle gegenseitig im Weg. Ja, aber ich denke, wir haben es hinbekommen. Wetter, ihr Lieben. Tja, es bleibt diesig. Es nieselt immer mal wieder zwischendurch, aber die Laune ist ja gut. Wir haben schon viel gelacht mit den Teilnehmern hier, das muss ich sagen. Also wirklich an dieser Stelle, wenn ihr euch das nachher anguckt, liebe Teilnehmer, tolle Truppe, muss ich jetzt schon sagen, sehr, sehr lustig mit euch. Tja, wir werden jetzt weiter und zwar jetzt wirklich zum Frühstück. Sehr schönes Fotomotiv hier unter dem Motto, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, aber ich glaube, das kann weg. So nach Kunst sieht das nicht so richtig aus. Auf dem Weg zum Frühstück sind wir jetzt nochmal durch den U-Bahnhof Rotes Rathaus gegangen und haben da nochmal sowohl eine einfahrende als auch eine ausfahrende U-Bahn fotografiert. Das Ganze ein bisschen länger belichtet, in meinem Fall 4 Sekunden und dann beides zusammengefügt, denn gleichzeitig fahren sie ja nicht ein und aus. Also beide Fotos zusammengefügt zu einem Gesamtfoto. Ja, sieht schon ziemlich nett aus. Guckt euch das an hier hinter mir. Skyline, oh, ist ja wie in der Großstadt. Achso, wir sind ja auch in Berlin. So, da unser Bäcker ja zu hat, zu dem wir wollten, unglaublich, ja, haben wir uns hier ganz klassisch amerikanisch für Dunkin' Donuts entschieden. Ja. Schauen wir mal, der Daniel ist auch dabei. Warte mal, da ist er, der hat gar kein Licht. Moin. Standardbegrüßung vom Daniel. Moin mit einem ganz langgezogenen O und ein bisschen I und ein N. Okay, so, jetzt erstmal haben wir erstmal Donuts hier. Brandenburger Tor, ihr Lieben, wir wollten eigentlich hier ein tolles Foto machen, aber ja, es gibt wieder mal die ein oder andere Kundgebung, wenn wir es mal so nennen wollen. Ja, wir haben eben zum, vielleicht ein bisschen nett zusammengestanden und es dauerte keine 2 Minuten. Da kam die Berliner Polizei und hat uns wirklich nett gefragt, was wir denn hier machen, ob wir in irgendeiner Form eine Versammlung darstellen, was wir natürlich nicht sind, ihr Lieben. Ja, aber war alles völlig korrekt, sehr, sehr nett, muss man ganz klar sagen. Haben uns noch viel Spaß gewünscht beim Fotos machen. Da muss man auch mal loben erwähnen. Ja, hier die Berliner Polizei, ja, die haben es auch nicht einfach. Ne? Da hinten ist eine Gruppe, hier alles glaubt an Jesus oder irgend sowas ähnliches, stand auf dem Schild drauf. Naja, ja, die haben es auch nicht einfach. So, wir werden jetzt weiter zum Regierungsviertel. Wettersituation problematisch. Es nieselt weiterhin, wir haben keinen schönen Himmel. Deswegen haben wir uns jetzt auch entschieden vom Brandenburger Tor, ich drehe euch nochmal um, jetzt erstmal keine Fotos zu machen, sondern wir werden heute Abend nochmal herkommen und dann werden wir mal sehen, ob wir ein bisschen was mit Licht gezaubert kriegen. Na, vielleicht eine Langzeitbelichtung, ein Lichtzieher, den Tannenbaum, der auch nachher beleuchtet ist, dass wir den mal mitnehmen. Aber jetzt erstmal weiter zum Regierungsviertel. Regierungsviertel, ihr Lieben. Jetzt sind wir hier unten am Wasser, ja, haben hier schöne Perspektive, nochmal schöner Spot. Wir nutzen das Geländer quasi als führende Linie. Das heißt, die Teilnehmer müssen sich jetzt ein bisschen abwechseln, dass du dir nicht selbst im Weg stehst. Ne? Ihr seht das hier. Ja, schöne Perspektive aus dem Himmel, ist nichts rauszuholen. Selbst mit GND-Filter geht da nichts. Es ist einfach, es ist nur grau in grau.
So, auf dem Weg hierher wurden wir jetzt tatsächlich noch dreimal angehalten, jeweils immer ja, von den netten Beamten hier, die vor Ort sind. Wir wurden jetzt auch aufgeklärt, es sind so unzählige Demos hier heute, nicht angemeldete Demos, dass man natürlich ein bisschen genauer hinguckt, ja, wenn da eine Gruppe Fotografen quasi ja, mit unheimlich großen Rucksäcken hier rumläuft, naja, dann fragt man halt schon mal nach, was sie da machen. Aber sehr korrekt muss ich sagen, bis jetzt dicken Daumen hoch ne, für die Berliner Polizei. Immer nett gefragt und dann auch immer viel Spaß noch beim Fotografieren natürlich gewünscht. Ne? Tja, wir machen jetzt noch das eine oder andere Foto und dann werden wir natürlich nochmal auch die Seite wechseln. Wir werden dann hier hinter mir, seht ihr es, auf die andere Seite gehen und hier rüber dann fotografieren. Ne? Guck mal, da oben stehen die Einsatzwagen schon alle bereit für die ganzen Demonstranten oder was auch immer hier kommen soll. Naja, wie gesagt, bei uns waren sie korrekt. Ja, wir schauen bei allen jetzt hier nochmal drüber übers Foto. Belichtung. Ich würde definitiv hier, so habe ich es zumindest gemacht in meinem Foto, eine Langzeitbelichtung wählen. Wasser schön glätten. Dazu nochmal einen CPL-Filter. Wo ist dein CPL-Filter? Ja, den hole ich jetzt gleich. Ja, sehr gut. Genau, nochmal ein CPL-Filter, lange belichten, 30 Sekunden. Dann hast du nämlich auch einen Großteil der Leute, die hier so rumschlawenzeln, natürlich aus dem Foto auch raus. Ja, aber oben im Himmel, ihr Lieben, GND, ich habe es versucht. Da ist tatsächlich nichts drin. Also es bleibt dann weiß, ja, vielleicht ein bisschen im Nachbearbeiten. Mal gucken, was man da vielleicht noch ein bisschen doch rausziehen kann. Vielleicht ist doch so ein kleines Fitzelchen Struktur drin. Ansonsten seht ihr es hier, ja, das ist quasi der Bildausschnitt, den wir vorgegeben haben. Ja, die führende Linie hier links, ja, hier durch das Geländer und dann hier rüber. Ja, ist ein nettes Bild, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und jetzt gehen wir gleich rüber auf die andere Seite, damit wir quasi auf die Seite rüber fotografieren, auf der wir jetzt stehen. Regen, Regen, Regen. Ja, es nieselt jetzt so irgendwie vor sich hin. Wir versuchen jetzt hier nochmal das Gebäude aus einer anderen Perspektive zu fotografieren. Möglichst natürlich mit einer Langzeitbelichtung, um das Wasser unten zu glätten. Ich habe dafür jetzt einen ISO 100, eine Blende 14 und 25 Sekunden Verschlusszeit. 2 Sekunden vor Auslösung. Und dann versuchen wir mal hier ein Foto zu machen. Ich habe jetzt Filter, den CPL, na klar, Rechteckfilter von Case. Dann habe ich einen ND 64, damit ich auf die 25 Sekunden komme. Und ich habe zusätzlich nochmal einen soften 09er GND in der Hoffnung, guck mal hier oben, ihr seht es, ne? Also es ist jetzt so langsam so ein bisschen Struktur drin. Man muss den oberen Teil jetzt ein bisschen abdunkeln, damit du tatsächlich hier vielleicht noch die eine oder andere Struktur rausgekitzelt bekommst. Aber ich glaube, in der Nachbearbeitung könnte das ein bisschen was werden. Vielleicht auch ein bisschen Wolkenzieher, denn die Wolken ziehen natürlich hier so ein bisschen durch die 25 Sekunden, kriegst du natürlich die Bewegung raus. Gut ist natürlich durch die längere Belichtung, dass die ganzen Fußgänger, die hier hinten lang laufen, die hast du natürlich dann eliminiert. Ja, ihr seht, da hinten sind die anderen Teilnehmer, versuchen hier auch nochmal ihr Glück mit einem Foto. Ja, das mit dem Regen ist jetzt tatsächlich ein bisschen schade, aber kannst du nichts gegen machen. Es ist halt so, das Wetter ist, wie es ist, ja, aber die Stimmung ist auf jeden Fall noch gut bei den Teilnehmern. Schöner Spot hier oben auch nochmal auf der Überführung. Ja, hier oben, wir sind jetzt auf der zweiten, ich weiß gar nicht, ob man oben auch noch lang laufen kann, ich glaube, aber hier hast du die bessere Perspektive. Was natürlich manchmal ein bisschen stört, tja, sind Boote, die hier vorbeifahren. Ich hatte eben auch das Glück, dass in der Langzeitbelichtung in 30 Sekunden hier ein Boot vorbeikam. Hatte ich hier unten in dem Bereich, tja, einen gar nicht so hässlichen Mitzieher noch unten mit drin. Naja, aber gut, aufs Foto gehört er nicht, also nochmal eine neue Belichtung gestartet. Ja, und ihr seht es hier oben. Ja, so ein bisschen Struktur kommt jetzt langsam rein in den Himmel. Deshalb, na klar, hier nochmal ein CPL, ND 64 und einen soften GND-Filter. Ja, und dann kriegt man hier ein ordentliches Bildergebnis hin. Wichtig ist natürlich hier weitwinklig. Ich bin jetzt bei 15 mm Vollformat. Ja, ich muss mal ein Stück zurückgehen. Und dann kriegt ihr ungefähr diesen Bildausschnitt hier drauf aufs Foto. Ja, einige stehen hier noch. Machen noch schnell ihr Foto und dann gehen wir runter, denn jetzt wollen wir unser Gruppenfoto natürlich hier machen. Dafür müssen wir hier nach unten und dann noch um die Ecke rum. Ja, seht ihr? Und so schnell wird man als Fotograf in wenigen Sekunden unbeliebt, ne? Wenn man nämlich den anderen durchs Bild läuft, ihr Lieben. Naja, gut, ich glaube aber, wir sind hier auch fertig mit unseren Fotos und dann gehen wir den anderen mal hinterher. Neue, sehr interessante Perspektive. Hier oben, ihr seht es sehr schön, wir kriegen so langsam
Struktur in den Himmel rein. Ich fotografiere jetzt hier auch wieder mit 15 mm. Dann haben wir ungefähr diesen Bildausschnitt hier. Dann haben wir in ISO 100 eine Blende 14 und 30 Sekunden. Das Ganze erreiche ich natürlich durch ein CPL, hier unten zum Entspiegeln der Wasseroberflächen im ND 64 und nochmal einen 1-2er GND, um hier aus dem Himmel tatsächlich keine ausgebrannten Stellen mit drin zu haben. Wichtig auch für den Bildausschnitt, hier seht ihr unten den Uferverlauf, den tatsächlich nicht nur so ein bisschen so, nicht so anschneiden, dass es aussieht, als ob er aus Versehen drauf wäre, sondern dann tatsächlich ein großes Stück mit raufnehmen, hier so den Verlauf mit raufnehmen und dann sieht es natürlich auch aus, als ob es so gewollt ist. In dem Fall ist es ja so und als ob es auch tatsächlich aufs Foto raufgehört. Spieglein, Spieglein an der Wand. Tja, denkst du, schöne Fassade hier und da spiegelt sich natürlich das gegenüberliegende Gebäude. Ja, weil man dann entsprechend die Kameraperspektive ein bisschen anpasst und das Ganze ein bisschen anschrägt, ist das tatsächlich eine interessante Perspektive. Auch hier nochmal ein CPL, um unerwünschte Reflexionen aus der Glasoberfläche rauszunehmen. Das hat tatsächlich einen guten Einfluss, einen positiven. Und für den oberen Bereich nochmal einen GND, in dem Fall einen 1-2er softer Verlauf. Ja, interessante Perspektive. Der Cube in Berlin, hier als nächstes Fotomotiv, hier seht ihr ihn. Hier haben wir natürlich nochmal die führenden Linien benutzt, die auch hier sind. Und zwar in diesem Fall unten vom Pflaster. Die laufen nämlich hinten spitz zu. Seht ihr es, wo die Teilnehmer alle stehen? Wenn du dann im Hochkantformat mit einem ziemlich tiefen Ansatz fotografierst, dann kriegst du ein nettes Foto hin vom Cube hier. Na, oben ein bisschen Struktur ist drin im Himmel, ihr seht es. Aber naja, das wird wohl heute auch nicht mehr besser werden. Kleine Stärkung zwischendurch jetzt hier bei Curry 36. Haben wir mal jetzt hier 13 Currywurst bestellt und alle haben einen kleinen Snack genommen. So, jetzt müssen wir uns hier noch einen kleinen Moment aufwärmen. Das ist nämlich tatsächlich ziemlich ungemütlich jetzt draußen. Und dann geht es weiter. Es folgt nämlich gleich die blaue Stunde. Und da wollen wir natürlich am Alex vielleicht noch das ein oder andere nette Foto mitnehmen. Das heißt, vom Hauptbahnhof geht es jetzt mit der Bahn zum Alexanderplatz. Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz. Wir sind jetzt hier mitten in der blauen Stunde und haben hier schön zwei Karussellattraktionen. Einmal hier vorne das Kettenkarussell und da im Hintergrund. Ich zoome euch mal ein bisschen ran. Ja, ist das Riesenrad. Ich habe jetzt hier nochmal gewechselt, beziehungsweise eure Teilnehmer haben alle hier nochmal umgeswitcht auf Teleobjektiv. Ich habe 70-200 für den Canon RF Mount hier und dann sind meine Kameraeinstellungen ISO 50. Standby geht auch. Dann habe ich eine Blende 32, denn ich arbeite ohne Filter. Und dann kommen wir auf 10 Sekunden Verschlusszeit. Ja, und dann haben wir hier natürlich schöne Lichtzieher von den beiden beleuchteten Karussellattraktionen. Hier auch nochmal ein schöner Spot, vor allem im Vordergrund. Ja, ein schöner Bildabschluss. Schöne Linie hier beleuchtet. Es könnte ein bisschen klarer sein. Leuchtturm, hätte ich beinahe gesagt, der Fernsehturm. Ja, ist immer mal wieder mehr oder weniger gut zu sehen. Dann hier das Riesenrad im Vordergrund. Ja, sieht schon nett aus. Bisschen längere Belichtungszeit, vielleicht so 6 bis 10 Sekunden, je nachdem. Ja, dann sieht das schon ziemlich nett aus. Und zum Abschluss gibt es hier natürlich nochmal einen richtig schönen Leckerbissen, ihr Lieben. Schaut es euch an. Schöner Blick hier nochmal über Berlin. Rechts der Fernsehturm. Wir haben das Riesenrad mit drauf. Hier unten über die Brücken fahren die Autos. Und bei der langen Belichtung gibt es natürlich tolle Lichtzieher-Einstellungen. Hier 15 mm an der Canon EOS R. An ISO 100 Blende 18. Dann gibt es noch den einen oder anderen Blendenstern und 30 Sekunden Verschlusszeit. Tja, ihr Lieben, das war's jetzt auch. Wir sind zurück
in der Tiefgarage, wo das Ganze heute Morgen angefangen hat. Wir waren jetzt, sage und schreibe, 13 Stunden unterwegs. Und zu den 13 Stunden kommen jetzt natürlich nochmal 3 Stunden nach Hause. Und 3 Stunden sind wir auch schon hergefahren. Also mal wieder ein netter 19-Stunden-Tag. Ja, wo sind die beiden jetzt wieder hin verschwunden? Peter und Daniel. Ja, Daniel kommt jetzt mit mir noch mit, den nehme ich mit hoch. Der hat ja dann nochmal eine Stunde weiter. Boah, ich beneide ihn da echt nicht drum. War ein schöner Fotowalk. Was macht ihr beide da? Die Winkemännchen. Ja, war schön, hat Spaß gemacht. Wetter hätte besser sein können, aber zum Schluss haben wir natürlich noch mal einen tollen Spot gehabt da. Ja, mit schönen Skyline, also Blick über Berlin. Das hat tatsächlich das Ganze noch mal schön abgerundet. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir euch mal wieder hier mitgenommen haben auf einen Fotowalk. Ja, vielleicht schreibt ihr mir mal unten hin, ob ihr vielleicht an einem der Spots auch schon wart, vielleicht gerade auch vor kurzem. Ne? Weihnachtsmarkt bietet sich ja an. Ja, und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir dafür natürlich hier gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.